Hey, wir haben nicht verschlafen. Supi. 18. Dienstag. 18. Haben wir dann Geburtstag? Nö. Nein, Mods, du brauchst den Ball nicht holen. Hier. Ich glaube, wir sollten mal ein paar Eier auch uns mal jetzt auf Vorrat in den Kühlschrank packen. Morgen wird das Wetter wieder gut. Jeden Dienstag ist es Zeit für die delikate Stunde. Mein Name ist Naru und ich stelle in Ihnen dieser Kochsendung jede Woche ein neues Gericht vor. Unser heutiges Gericht ist Curry. Zutaten, Currypulver, Reisbällchen. Sie können nach Belieben auch andere Dinge hinzufügen. Küchengeräte, Topf. Sie können, wenn Sie mögen, mit weiteren Gewürzen verfeinern. Dann wollen wir mal kosten. Okay, wir brauchen definitiv einen Topf. Ein Messer ist ja schon mal unterwegs. Mal etwas Bildungsfernsehen mit Farmer Friend, Farmer Friend. Ja, Jimmy. Kann man Urikalk und Adamantit in der Mine hinter der heißen Quelle finden? Nein, in dieser Mine kannst du nur Metallerze finden, die du brauchst, um deine Werkzeuge aufzuwärmen. Das habe ich mir gedacht. Und es bedeutet, dass ich Urikalk und Adamantit nur im Winter finden kann. Stimmt. Mann, dann müssen sie ziemlich wertvoll sein. Okay, gut zu wissen. Ich hätte jetzt echt gedacht... Oh, hi. Hi, Zack. Was willst du denn hier? Was willst du? Hey, Digga. Das Messer, das du bestellt hast, ist gekommen. Ich schwör. Und bereits abgeliefert. Hier, Digga, hast du es. Ja, cool. Wir haben unser Messer. Ja, notfalls hätten wir auch die Axt oder die Sense nehmen können. Hatten wir uns nicht noch Reisbällchen geholt oder haben wir die schon gegessen? Die haben wir gestern, glaube ich, schon gegessen, oder? So, wer bist du? Dumpfi. Und Bella? Ach, dann erst Emma. Also ehrlich, Emma, du siehst aber heute glücklich aus. Und Bella? Meine Güte, Bella, du hast heute aber schlechte Laune. So sah die jetzt aber nicht aus. Einmal melken. Yay, wir haben wieder Milch. Und Stumpfi. Ach, Stumpfi. Du siehst heute wieder so stumpf aus. So, einmal das Futter. Warum wollen die Zwerge nur nicht mehr für uns arbeiten? Im Frühling ist mir klar, da halten die ja ihr komisches Teefest ab. Warum wollen die jetzt nicht für uns arbeiten? Ich glaube, wir schenken einem Zwerg nochmal Honig. Und wenn das immer noch nichts bringt, dann vergessen wir das einfach für den Winter. Nein, 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 nein! Boah, du blödes Pferd! Sollst drin bleiben! Hier, rein mit dir! Spinnst doch! Habe ich dir erlaubt, rauszugehen? Du blödes Pferd, bleib drin! Hier, rein mit dir! Sag mal, hörst du? Hier, da, da gehst du hin! Spinnt ja wohl! Ja nicht. So, den Korb, den können wir da schon mal, den können wir erstmal stehen lassen. Erstmal Hühner füttern. Mit Hühnerfütter. Haben die heute, warum haben die jetzt keine Eier gelegt? Wir haben die doch gestern gefüttert.
Wir haben die gestern gefüttert, das weiß ich. Sind unsere Tiere etwa krank? So, wie viele haben wir? Wir haben 7 Hühner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fängt das wieder an, dass er das daneben wirft. So. Warum habt ihr jetzt keine Eier gelegt? So, Plitsch. Zwei Sterne, da sind zwei Herzen. Kai mit zwei Herzen, Rafi und Vai. Glucki, Pupuri, Baba, Barbara, Rababa. Kauf mich, ist erwachsen. Ja, wir gucken später hier nochmal rein. Das gibt's ja jetzt nicht. Warum haben die jetzt keine Eier gelegt? Sind die doof? Dann machen wir erstmal eine kleine Tour eben in die Mine. Dann gehen wir mal zum Schmied danach. Unser Werkzeug abholen. Dann den Honig zu einem der Zwerge bringen. Und Kauf mich können wir verkaufen. Das ist ein Plan. Bisschen was auf Vorrat. Echt jetzt? Jetzt finden wir hier schon wieder nichts außer Schrotterz. So viel zu auf Vorrat. Ja, zumindest etwas Mithril. Ich würde ja auch gerne mal schauen. Ich würde gerne mal schauen, wie viel wir schaffen, wie weit wir das runterschaffen hier in dieser Mine. Das machen wir, glaube ich, am vorletzten Wintertag noch. Oder zumindest auf jeden Fall noch im Winter müssen wir das ja noch machen. Dass wir genügend Essen mitnehmen, dass wir vorher baden. Oder dass wir Essen mitnehmen, Körper stärken und Geist stärken. Wir sind hier ja schon mal ganz nach unten gekommen. Da ist ja der Teich. Aber die andere Mine, das können wir aber dann im Frühling oder Sommer dann machen. Würde mich nämlich auch schon interessieren, wie weit wir da runterkommen. Ob die überhaupt dann ein Ende hat. Vor allen Dingen, was passiert bei der ersten Mine, wenn wir ganz nach unten kommen? Also hier haben wir es ja runter geschafft, da ist ja diese kleine Grotte, in der wir angeln können, in der wir den Königsfisch gekriegt haben. Nein, nicht auskippen! Idiot! Ah, ganz bisschen können wir auch natürlich verkaufen. Hey, nicht schlapp machen! Mann, die Ausbeute, die ist aber echt schlecht. Oder wir müssen nochmal unser Werkzeug aufbessern. Vielleicht liegt es daran. Oh, nee, das Urikalk behalten wir. So, noch etwas Adamantit. Mithril. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt 4 Urikalk, 4 Adamantit. So könnten wir am besten eigentlich hier raus.
Wenn jetzt hier was kommen würde. Hey! Komm noch. Okay, raus hier. Oh Gott! Der ist sogar nach vorne geglitscht. Habt ihr das gesehen? Hallöchen! Ich suche Bäume, um Holz zu schlagen. Und was zu essen auch. Ja, hier ist Holz. Was zu essen, musst du leider in den Laden gehen. So, erstmal den Korb auf. Nein. Erstmal gehen wir... Oh, hallo Popuri. Auf unserer Geflügelfarm kümmert Mama sich um den Laden und mein Bruder um die Hühner. Kannst du mir auch etwas anderes erzählen? Ach, erstmal baden. Nach der anstrengenden Arbeit. Popuri, an! Wollt ihr mit reinkommen? Ein angenehmes, heißes Bad. Und sie läuft erstmal ganz aufgeregt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ein junger Mann, der ist da am Baden. Ich tue mal so, als wenn ich den nicht gesehen habe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, und der hat eine Windel an. Schnell, bevor die sich weiter schämt, schnell aus dem Blickfeld verschwinden. Leeren. Dann den Honig mitnehmen für einen der Zwerge. Ich hoffe, das bringt was. Was kann im Küchenschrank sein? Ah, es ist ein bisschen schade, dass ich das hier im Rucksack nicht stapel. Zumindest irgendwie so wie jetzt hier 5 Stück pro Stapel. Jetzt haben wir 5 Orikalk, 6 Adamantit. Das heißt, wir können schon mal etwas Schmuck herstellen lassen. Und da das nur immer 3 Tage dauert, bei 10 Schmuck sind das eh 30 Tage. Da können wir das auch so ein bisschen dann jetzt strengen. Ach, stimmt ja, unser Werkzeug. Hey, der Werkzeug ist fertig. Nun, was meinst du? Yay! Der sieht auch wie der erste Hammer. Na, das ist doch Kalana von der Retro-Fanfarm. Was kann ich heute für dich tun? Was können wir denn an Werkzeuge doch kaufen? Sonst ist nichts zu verkaufen. Diese Röhre wäre eigentlich schon interessant, aber das lassen wir erstmal. Zum Nähen kannst du immer zu bekommen, solange ich nicht gerade arbeite. Du? Mist! Egal, was ich dafür tun muss, ich werde mir seine Anerkennung erkämpfen. Gute Einstellung. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen noch für... Ja, Curry können wir noch nicht machen. Wir haben keinen Topf. Oder haben wir schon einen Topf? Dass das ein Standard-Equipment ist. Einfach mal gucken. Oh, nö. Dienstag geschlossen. Könnt mich doch mal gern haben. Wenn ihr kein Geld verdienen wollt. Was sagt Pater Kater? Ach, hier bist du. Du, ich wollte was kaufen. Es ist sehr still hier. Ja. Guten Morgen. In der Stadt, wo ich vorher gelebt habe, war die Kirche ein Platz zum Lernen. Ich habe darüber nachgedacht. Ja. Schön. May und Stu spielen nachmittags von 1 bis 4 in der Kirche, aber montags und mittwochs scheinen sie etwas zu tun zu haben. Ja,
Dann kannst du ja, wenn die zu tun haben, dann kannst du ja zu mir kommen. Kannst meine Tiere versorgen. Sag ich immer wieder gerne, aber du willst ja nicht. Du willst ja keine Beschäftigung. So, welcher Zwerg mag uns denn am meisten? Ach, nehmen wir direkt hier ihn hier vorne. Yippie! Juhu! Vielen Dank! Willkommen! Tada! Suchst du Hilfe? Tada! Ich arbeite gern! Tada! Ich mache alles und ich mache es gut! Was steht an? Ja, wir können sie wieder engagieren! Ja! Tiere versorgen! Wie lange wirst du mich wohl brauchen? Tada! Eine Woche! Okay, ich werde helfen, so gut ich kann! Tada! So, der Grüne, der mochte mich eigentlich auch. Hä? Du hast mich erschreckt, tada. Was willst du von mir, tada? Was für Arbeit? Bei dieser Arbeit? Wie lange brauchst du da Hilfe, tada? Hier müssen wir nur dran denken, dass wir die jetzt jeden Tag beschenken. Mensch, das hat sich gereimt. Ich sollte Rapper werden. Wir sollten dran denken, sie jeden Tag zu beschenken. Um ihren Willen zu lenken. Aber ich will ja niemand kränken. So, Essen können wir uns nicht holen. Ah genau, wir wollten ja noch gucken, ob wir vielleicht jetzt die Eier noch holen können. Dass wir vielleicht verspätet... da hing ein Zettel an der Tür. Da hängt ein Zettel an der Tür. Den wir nicht lesen können. Okay. Stimmt, wir wollten auch noch das eine Huhn verkaufen. Kauf mich sollte ja verkauft werden. Haben wir noch genug Hühnerfutter? Oder wie Lilia sagen würde, Hühnerfutter. Oh, hi. Wenn der Supermarkt geschlossen ist, besuche ich Lilia auf der Geflügelfarm, um zu sehen, wie es ihr geht. Auf der... Was? Wo besuchst du sie? Lilia ist schon seit langem sehr schwach. Tut mir mal einen Gefallen und spult das Video mal so ein paar Sekunden zurück. Ich glaube, sie hat nämlich nicht Geflügelfarm gesagt, sondern Geflügelarm. Oh, hallo Kalana. Brauchst du etwas? Erstmal brauche ich etwas Hühnerfütter. Wie viele möchtest du kaufen? Boah, machen wir nochmal 28 Stück. Danke, komm bald wieder. Rick bringt alles in die Fütterhütte deiner Farm. Willst du noch etwas kaufen? Nein, ich möchte etwas verkaufen. Welche Henne willst du verkaufen? Ich verkaufe... Nein, 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 nein. Ich gebe dir 500 für diese Henne, verkaufst du sie? Nein! Was? Du verkaufst nicht? Willst du noch etwas kaufen? Nein, ich möchte einen Huhn verkaufen, aber ich wollte nicht Glucki oder Pupuri verkaufen. Einmal zu schnell gedrückt. Kauf mich komplett. Kauf mich. Nein, ich verkauf dich. Ja, 500 sind in Ordnung. Rick holt die Hühner, die du verkauft hast, aus deinem Hühnerstall. Willst du noch etwas kaufen? Nein, nein. Ich werde das erstmal beobachten. Mein Körper ist nicht sehr kräftig und ich gehe nicht viel umher. Komm bitte zwischen mittags und 16 Uhr vorbei. Oh, du hast sonntags frei. Hallo, Rick. Ich mag jeden im Dorf, außer Kai. Der kommt den Sommer über, macht jeden verrückt und dann geht er wieder. Ich mag Kai auch nicht. Da teile ich ja seine Meinung. Den Sommer über herkommen, dann den Mädels den Kopf verdrehen und dann wieder gehen. Nee. Ich glaube, wir bringen doch eben schnell etwas Urikalk zum Schmied. Was kann im Küchenschrank sein?
Quatsch, das ist Adamantit. Adamantit braucht man, glaube ich, nur für Werkzeug, oder? Ja, das brauchen wir dann gar nicht so viel. Gibt ja nur 3 Maschinen, dann brauchen wir das gar nicht so viel. Können wir das Grüne ja verkaufen. Gibt ja nur den Mayonnaise-Rührer, den Garnspinner und... Ich glaube, das waren 3 Maschinen. 3 Maschinen waren das, glaube ich, die es da gibt. Mayonnaise-Rührer, Garnspinner und... Genau, das Käse-Ding. So, da ist der Kalana von der Retro-Fun-Farm. Was kann ich heute für dich tun? Ich möchte, dass du mir ein Geschenk herstellst. Dafür brauchst du Orikalk und 1000. Oh, das ist so teuer. Die Arbeit dauert 3 Tage. Willst du's? Ja. So, wir haben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist das fertig. Wenn du jetzt gehen würdest, ich werde mit der Arbeit beginnen. Ja, ist ja gut. Mann. Aber gut, dass ich da nochmal geschaltet habe. Oh, und wir können Zwerge wieder engagieren. Jetzt nur immer dran denken, dass wir die beschenken. Hat sich schon wieder geweint. Ich mach das nicht absichtlich. Gebadet hatten wir. Und dann haben wir unser nächstes Schmuckstück wieder fertig. Diesmal werden wir das aber keinem Zwerg geben, oder? Ich glaube, das schenken wir dann einfach mal einem Mädchen. Oder verkaufen wir das? Wir könnten natürlich das dann auch verkaufen. Um zu gucken, wie viel Geld das dann einbringt. Ob sich das vielleicht sogar lohnt, wenn wir dann alle 3 Tage Schmuck herstellen lassen, um den zu verkaufen. Wir wollen ja eh unser Schmuck-Imperium aufbauen. Und die Dörfler wegjagen. Zumindest die, die uns nicht mögen, weil die nie an unseren, weil die nicht an unseren Geburtstag gedacht haben. So, das Grüne, das kann weg. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass wir irgendwie da so 10 Stück für eine Maschine brauchen. Orikalk für Schmuck. Zwei haben wir schon. Ah, noch 2-3 Stück zumindest. Das wollte ich noch behalten. Ja, zumindest verdienen wir damit Geld. Nochmal Mithril. Boah, ich bin da richtig froh drüber, dass wir die Zwerge wieder engagieren können. Das ist echt toll. Zumindest, dass wir die nicht mehr selber füttern müssen, die Tiere. Gar nicht, ob die dann auch gemolken werden. Das müsste ich echt mal nachlesen. Was unter Tiereversorgung überhaupt alles da darunter zählt, da reinfällt. So, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte reichen. Dann nehmen wir noch den Baum hier mit.
ein Füchschen. Hallo, kleiner Fuchs. So, und jetzt erstmal unseren Korb zu Hause leeren. Wir können noch mal 10 Minuten baden. 10, 15 Minuten baden. Hallo, Karen. Mir gefällt es hier sehr gut. Als ich noch klein war, habe ich immer geglaubt, wenn ich hier bleibe, treffe ich die Feengöttin. Oh. Vor 20 Minuten können wir baden. Karen, möchtest du denn mit reinkommen? Also Popuri und Ann wollten ja nicht. Schön entspannt. Ach, die ist abgehauen. Nicht mal Schieß kann ich sagen. Ha. Wir kommen vielleicht nicht mehr rechtzeitig zu unserem großen Korb. Oder zu unserem Korb draußen. Aber zu dem hier, bevor Zack da ist. 30.256. Unsere Hühner haben tatsächlich keine Eier mehr gelegt. Ey Digga, ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Hat sich das gelohnt? Ja, könnte man jetzt so sagen. Ich glaube, dann packen wir noch eben schnell das Urikalk in den Schrank. Und eigentlich könnten wir noch ein Ründchen angeln gehen. Angeln waren wir echt lange nicht mehr. Ups. So, 9 Urikalk. 9 Urikalk, das heißt, da hat der Schmied richtig lange jetzt was zu tun. Das ist Arbeit für 27 Tage. Ein kompletter Monat wäre dann schon mal abgedeckt. Aber ich glaube, so oft wollen wir jetzt auch gar nicht Schmuck erstmal herstellen, oder? Ich glaube, wir legen einmal im Laufe der nächsten Folgen noch einmal einen richtigen Run hin, dass wir zweimal in die Mine reingehen mit genügend Essen, dass wir noch etwas Urikalk auf Vorrat holen, dass wir jetzt mal den Rucksack voll haben. Und dann reicht das auch. Außerdem haben wir auch noch andere Aufgaben, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben einen Fisch. Den packen wir gleich im Kühlschrank. Und eine Grete. Und nochmal Holz. So, und... So, und... So. Upsa. Da haben wir sogar noch etwas extra Holz bekommen. So, den packen wir. Ne, wir haben nur Messer, sehe ich gerade. Wir haben keinen Topf. Wir haben einen kleinen Fisch. Mehl, Brot, Öl. Wir können hier noch nichts machen, oder? Kochen wird vorbereitet. Bitte warten. Gericht zubereiten. Nein, wir wollen nichts Neues. Wir haben keinen Topf, das heißt, wir können auch noch nichts Vernünftiges machen. Wir haben ja nicht mal eine Pfanne. Wir haben nur ein Messer. Das heißt, wir brauchen erstmal noch andere Zutaten, dass wir zumindest ein paar Sachen machen können, wo wir nur
ein Messer für brauchen.